Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video made by Hazunas. Elevator with the Stays. Elevator with the Stays. Auf jeden Fall, heute drehen wir ein Video in der Stadt. Ich werde die Fragen mischen, ich mache einen Integrationstest. Ich frage, ob manche wissen, was Jarak heißt. Frage ich noch ein paar idiotische Fragen. Auf jeden Fall unbedingt, damit ihr nichts mehr verpasst, checkt mich unbedingt auf Snapchat und Instagram ab. Hier verlinke ich mein Snapchat und da verlinke ich mein Instagram. Und ja, viel Spaß mit dem Video, let's go. Einer geht noch rein. Wie heißen Sie? Yes, das ist Polen. Bei Masch und Ruski. Polski. Bei Masch. Понимаю. Dzień dobry. Dzień dobry? Dzień dobry, dzień dobry. Kannst du Deutsch? Salam aleikum. Assalamu alaikum. Salam aleikum, das ist gut. Deutsch kann ich nicht sprechen, Englisch. Hey, do you know what means Jarak? Nein. What do you think what does Jarak means? Jarak means Jarak. Jarak means, you know, was heißt Wurst auf Englisch? I don't know. Cock, no. Jarak means... Sausage. Sausage? You like sausage? Yes, I like sausage. And you? I don't eat meat. I'm vegetarian. Ah, okay. Wollt ihr alle? Arzt, Unterstrich, Kamen, ne? No problema. No problema. Давай. No problema. Sprachen lernen. Bubble. Jarak means? Sausage. Was heißt Sausage, Mann? No, what is yes, Sausage? Yes, 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 I understand, yes. Hi, Sausage, was? Helenstrasse, got here? Good. What's that? Helenstrasse. Helenstrasse. Good, Steintor? It's good. Warum macht ihr das nicht immer so? Frage ist, wer ist Bundeskanzler von Deutschland? Joachim? Stefan etwas. Wie viele Bundesländer hat Deutschland? 17. Genau. Mathematik, immer Mathematik, überall Mathematik. Okay. 16 hat Polen nicht. 16 hat Polen, los. Nennt mal 5 Stück. Bremen, Hamburg, Berlin. Luxemburg? Nein, nee, nicht Berlin. Nicht Berlin? Doch. Berlin. Noch ein? Nein. Rom. Was kannst du dir unter dem Wort Jarak vorstellen? Jarak. Was denkt ihr, was das ist? Jarak. Duna, weiß ich nicht. Duna. Okay. Welche Sprache ist das? Das ist Deutsch. Nein, dein Ernst? Ja. Nee. Doch. Bruder, du kriegst Fame. Ich will kein Fame, ich will sie. Ich dich aber nicht. Also Christian, ich habe eine Frage an dich. Wie viele Einwohner hat Deutschland? Ich glaube 860.000. 860.000, ja. Knapp. Du musst besser schätzen noch. Knapp. 1,5 Millionen. 20.000, 30.000, so pipapop, so 20.000, 30.000. Okay, wie viele Bundesländer hat Deutschland? 12. Nenn mal 5. Bayern, Niedersachsen. Luxemburg. Ich kenne keine mehr. Okay, und wer ist Bundeskanzler? Angelika Merkel. Angelika Merkel? Ja. Die heißt Angelika Merkel. Die erste Frage lautet, wie viele Einwohner hat Deutschland? 80, 85 Millionen. Nein. 83 Millionen. Ja, ich habe doch 85 Millionen. Okay, zweite Frage ist, wie viele Bundesländer hat Deutschland? Waren das 16, ne? 16. Tamam. Wer ist? Slow. Walla. Alle MSA. Du? MSA? Du, Abi? Was laberst du, Mann? Was laberst du? Ich bin zum Lehrer. Was laberst du? Hast du überhaupt gelernt? Ich hab den besten Abschluss von dir. Erzähl weiter. Auf jeden Fall hat er gesagt, die sind schlau. Jetzt mache ich kurz einen kleinen Idiotentest. Zeig mal deine Hände. Wie viele Finger sind das? 10. Okay, wie viele Finger hat eine Hand? 5. Nein, 4. 4. Der Daumen zählt nicht. Du hast vorher Finger. Der Daumen zählt aber nicht. Warum? Ja, ist halt so. Walla, das hab ich noch nie gehört. 4. Wenn du dich um 8 Uhr ins Bett legst und um 9 Uhr aufstehst, wie lange hast du geschlafen? Kommt drauf an, wann du einpennst.
Weißt du, wenn du um 8 Uhr einschläfst? Ja, schlafen. Wenn du um 8 Uhr schlafen gehst und um 9 Uhr aufstehst, wie lange hast du geschlafen? Ja. Gar nicht, du schläfst nicht. Eine E-Lok fährt von Norden nach Westen. Wie wird der Wind? Oder wenn nochmal bitte die Frage. Nach Norden. Eine E-Lok fährt von Norden gar nicht, nach Osten. Das ist elektrisch. Der hat gar keinen Bock. Okay, er hat euch gerettet.